Aber ja, Arktos jetzt hingegen. Ui. Arktos wird jetzt ein richtiges Problem. Und Arktos würde ich auch nicht ins Team nehmen. Weil das wäre Blödsinn. Why should I do that? Why should I worry? Why should I care? Kann ich hier durch? Natürlich nicht. Miau. Miau, miau. Das habe ich vorhin auch die ganze Zeit gemacht, als ich hier gelevelt habe. Ich meine, wir müssen sowieso Richtung Zinnoberinseln. Ah ja, wundert euch nicht, dass ich die beiden hier schon, habe ich während meines Trainings einmal platt geprügelt. Gut, jetzt haben wir also Zapdos, aber Zapdos braucht erstmal kein Training, weil Zapdos dem Ganzen, sowieso über ist. Mal davon abgesehen, das Ding besitzt fucking Donnerschock nur. Und, Zunder kann jetzt leider auch erstmal nichts ausrichten. Ich würde sagen, wir schicken Gobble an die Front. Und dann surfen wir auf unserer Queen Richtung Seeschauminseln. Beziehungsweise mobben noch jeden, der hier denkt, sich auf dem Meer zurechtfinden zu wollen. Mein, how dare they? Möchte kämpfen. Seeper. Oh, Seeper ist auch toll. Beziehungsweise Seemon. Aber die Queen deckt sowas. Eigentlich bräuchte die Queen jetzt auch Donnerblitz nicht mehr und wir könnten ihr denn dadurch was anderes Effektives beibringen. Aber ich glaube nicht, dass wir das tun werden. Es sei denn, wir finden irgendwas richtig hart, krasses. Stellt euch vor, die Queen könnte Psychokinese lernen. Wie fucked up wäre das? Arg fucked und Lavadouche! Oh, wobei Lavados... Das Problem bei Lavados ist, ich glaube, es erlernt keine richtig vernünftigen Attacken. Soweit ich mich erinnere. Subcunt, arg fuck. Arg fuck. Oh Mann. Nee, komm. Mit so Level 50 Trash gebe ich mich gar nicht erst ab. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Seeschauminseln überhaupt finde. Wie wär's mit Lava fuck? Oder Lava ass? Wäre auch eine Idee. Oh, ja. Erstmal müssen wir die Seeschauminseln finden. Das ist, eine große... Ja, Psychokinese hab ich. Aber nur Rin kann das tatsächlich erlernen. Ich meine an sich, es wäre krass, wenn unsere Queen tatsächlich Psychokinese können könnte. Lava, dude. Oh mein Gott, der Typ hat wirklich nur so Trash-Pokémon. Wirklich. Wirklich nur so Müll. Aber gut, Training für Gobble. Ach ja, das Ding ist Teil noch Gift. Aber es crittet sowieso immer, so von daher. Noch ein Tentacher. Beziehungsweise, ich glaube, wenn das gleich auch nochmal ein Wasser-Pokémon ist, möchte ich einfach Zapkant mal rausholen, nur um... Nur mal zu gucken, wie es aussieht. Wie der Sprite ausschaut. Und es ist ein Goldini. Perfekt. Ja, Oma, der lernt Psychokinese auf 50. Ja, gut. Ach du Scheiße. Donnerschock. Los, mach Pikachu-Rivalität. Zapkant, das ist die Zeit, bevor Nintendo dich wegen sowas verklagen wollte. Weil du deinen Pokémon böse Namen gegeben hast. Was ich bis heute bescheuert finde. Weil ohne Scheiß, lass doch dein Pokémon nennen, wie du willst. Meine Fresse, es gibt Kinder, die nennen ihre Pokémon schlimmer. Also, und die gehen dann irgendwie drumherum. Von daher, it's worthless. Zackenhähnchen. Zackenhühnchen. Ja, das hätte ich auch. Ich hätte Zapdos eine Menge böser Namen geben können, aber es hat mich geärgert. Also, ne? Kriegt's die volle Experience. Nani? Geil, Pokémon. Danke für den Bit. Bitte ein Bit. Oh, Golking. Der hat nur solche Viecher, ne? Warum? Alter, wie hässlich sieht dieser Vogel aus?
Fisch meine ich. Hässlicher Fisch. Na 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 na. Na 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 na. Noch ein schlechter Fisch. Ich meine, ohne Scheiß, Leute. Wir gehen Richtung Seeschauminseln. Da ist kalt. Und ihr schwimmt hier. Mal generell, was macht ihr so weit aus dem, auf dem Meer? Das ist gefährlich. So, Gobble kommt langsam nach. Unser Gobble-Floor. Auch wenn mich diese Trainer hier mehr AP kosten als irgendwas anderes. Mit ihrem 27 Crab. Mein Fort Koga kannst du sowieso keinen Surfer einsetzen, also warum sollten die solches Level hier haben? Ach, euch ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich bin mal so frei. Level 10. Nimm weg hier. Ja, komm, die Dudes, die auf dem Weg sind, die nehme ich noch mit. Aber solche hier Level 10 Tentachas. Meine Güte, wir haben einen Arenaleiter besiegt, beziehungsweise zwei wohl über 40 waren. Und jetzt hast du hier sowas. Hast du hier solche Pappaufsteller. Ja, Schwimmer möchte kämpfen. Ich glaube, der will nicht kämpfen, der will einfach nur nicht erfrieren. 31, ja gut, wir machen Fortschritte. Je näher wir hier kommen, desto eher kommen ja mal tatsächlich Level, wo sie Sinn machen. Auch wenn das für Gobble und die Queen absolut lächerlich wäre hier. Alter, Austos, ne? Austos guckt da auch so aus seiner Muschel, sagt dem Motto, geil, nice Tits. You dead. Sehr schön. Platsch. Da hat er Platsch gemacht. Tentacha. Wenn es wenigstens ein Tentoxa wäre, ne? Ein Tentoxa würde ich ja noch angreifen, allein wegen der Erfahrung. Aber so ein Level 10 Tentacha. Ne? Könnt ihr euch wirklich sonst wo hinschieben? Ach, guck mal, da sind wir ja schon. Seeschauminsel. Na, schau mal, na, guck. Ich hoffe, das ist hier der richtige Eingang, den ich genommen habe. Europe, so merkwürdig du aussiehst, aber ich will dich. I want you. Vielleicht sollte ich ja auch nicht denjenigen nehmen, der einfach alles nahezu one-shotten kann. Oder überhaupt one-shotten. Ich meine, diesen Level... Alter. Gobble chill. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wie die Seeschauminseln genau gingen. Ich weiß nur, dass man einen Haufen Steine schieben musste. Bündete Stärke. Ja, gut, ist ja gut, ist ja gut. Zui. Sag mal, ja, ein starker Dude. Das Schlimme ist, ich mag Grünkohl nicht. Rote Grütze, geil, aber Grünkohl mag ich nicht. Ich weiß, ich bin ein merkwürdiger nordischer Jungmensch. Ich sollte echt wen anders an die Front schicken für solche Fälle hier. So, das war doch so. Ich musste irgendwie hier damit irgendwie die Dings aufhalten, soweit ich das weiß. Kannst du mal mit der Queen versuchen. Weil mittlerweile sind alle schon relativ hochlevelig, also... Oh, Sepa! Sepa ist toll! Keine Ahnung, wie ich die kriegen soll, weil alles hier schon nahezu overpowered für euch ist. Ja, fuck. Vielleicht mit Zunder? So eine richtige Currywurst ist auch norddeutsch. Kommst du in die Stadt, was macht dich da satt, ne? Currywurst. Vielleicht Surfer. Eine nicht effektive Attacke. Na siehste. Bläh. Oh, komm, da reicht auch ein Superball, oder? Komm. Ich weiß noch nicht mal, was ich mir heute zu essen mache. Ich weiß nur, dass ich nachher noch ein bisschen Skyrim spiele, so in einer halben bis dreiviertel Stunde. Und Training-Pokémon wird bemerkt, schwer zur Sekunde später. Es ist ziemlich dämlich.
Nee, Aspirin ist so ein Sandhorn gewesen. Das können wir nicht machen. Amnesia. Pastor. Gott, wie viele Steine musste man da schieben? Brrr. Ist hier sonst noch was? Nee. Sepa! Oh, Sepa ist so toll. Beziehungsweise Seemon und Sidra King. So coole Pokémans. Ich werde dich zwar leider nicht gebrauchen können, aber trotzdem will ich dich einfach haben. Einfach darum. Blö? Blö? Aha. Einmal mit Surfer ein bisschen andrücken. Und dann passt das. So, komm. Für dich? Du hast sogar, kriegst sogar einen coolen Namen. Sofern es passt. Oh, no! Dosos, danke fürs Followen. Es passt nicht. Deep Sea King? Sollte eigentlich Deep Sea King heißen, aber... No enough space, Stranger. Bäbä. So, wo führt das hier jetzt hin? Ah, zu einer Leiter. Aber lass mich raten. Ne, hier kann ich mich frei bewegen. Wieso? Oh, einfach mal ein Hyperball. Und weiter surfen. Achso, da kann ich nicht lang. Na, 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 na. Cool, hier ist einfach nothing. Mushas! Oh, Mushas ist auch cool. BZB Austoss. Komm, dich hole ich mir auch. Generell, es gibt so viele Pokémon hier auf den Seeschauminseln, die ich mag. Es ist schon gefährlich eigentlich. Aurora Strahl hat so einen coolen Soundeffekt einfach. Es klingt wie so ein Hyperlaser. Das ist ein lustiges Bild auf Twitter. Oh, ich mag lustige Bilder. Guck mir nachher an, wenn ich hier zu Skyrim überspringe. Oh, schade, das ist Pokémon nur, wenn ich öffne, verwundbar. Sorry, das... was anderes... fällt mir meistens nicht ein, wenn ich Mushas sehe. Es ist ein Problem. It's a problem. It's a feature. Oh shit, boy. That's Alarmus. Komm, du hältst ja wohl einen Body Slam aus. Du hältst es sogar sehr gut aus. Aua. Oh, du willst Streit. Du willst echt streiten. Boah. Du kriegst einen guten Ball. Komm. Für dich habe ich einen guten. Natürlich mache ich am Ende des LPs wieder ein bisschen Not. Das haben wir ja letztes Mal auch gemacht. Von daher, why not? Na komm. Yes. Wir fangen alles, was hier in dieser Höhle ist. Symbiose. Ja, Lamus fungiert ja als Wirt. Wieso funktioniert hier alles auf Zombie-Status in dieser Edition? Nur mal so. Pampus. Ups. Ja, alles ist hier irgendwie ein Zombie. So, wir wissen schon mal, wo Arktos ist. Genau, das weiß ich ja. Da sind Steine. Steine kann ich gut gebrauchen. Ey,
eingerippt ist. Jetzt muss ich nur noch gucken. Nani? Pampelmuse. Pampelmuse. Das ist mal eine Aussage. Einfach nur Pampelmuse. Die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen wir gegen Arktus überhaupt vor? Hat das Ding nicht Eisstrahl? Und tut weh? Ich meine, es tut weh. Und das sogar nicht mal knapp, wenn ich mich nicht irre. Aber auch verwinkelt hier. Pampelmuse in der... Ach, Jurob, guck mal, dich haben wir ja noch nicht. Für dich hätte ich sogar einen Namen. Kopfnuss. Item. Superball. Das sollte genügen. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir alles, was sich hier in dieser Höhle zu fangen gibt. Europe Bob? Ja, finde ich auch gut. Meine Idee wäre Europe gewesen, also, ne. Aber das ist ein dummer Joke. Nehmen wir es Bob. Hast ja recht, Bob geht auf eine Bank. Schnabel, Eisschreib. Hat es nicht auch Erholung? War das nicht ein Problem? Ich meine nämlich, es hat auch Erholung. Und deswegen ist es so eine... Zubat! Wirklich? Das ist schon mal ein Stein. Moment, das ist hier der Ausgang. Wieso bin ich wieder beim Ausgang? Beim Eingang. Sehe ich doch gar nicht. Fleckmon, komm. Weißt du was? Wir haben alles, was wir hier brauchen. Super Schutz. Danke. Ich möchte das nämlich hier, ne? Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Meine Güte, wie weit muss ich diesen Stein nach unten dreschen? Ah. Ich kann mich hier jetzt frei bewegen, I guess. Und das ist das, was ich brauche? Denke ich? Weiß ich nicht. Nee, da unten ist noch was. Ist aber auch verwirrend hier. Ja, lass mich raten. Ich kann noch nicht surfen. Strömung ist zu stark, ja. Das heißt, ich muss irgendwie nach oben kommen. Und da einen Stein schieben. Warte mal, gucken wir nochmal hier. Hier ist ja die Strömung dicht. Hier können wir uns ja frei bewegen, so ein bisschen. Da ist das nämlich. Ah, warte mal, hier waren wir aber auch schon. Gott, ist das hier verwirrend. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, nicht schlimm. Habe ich noch. Ich habe noch ein paar über. Um genau zu sein, 2. Scheiße. Oh Mann. Ist es hier richtig? Ich verlaufe mich hier gerade nur ständig. Das ist mein Problem. Ich weiß, ich habe kein klares Layout irgendwie vor Augen. Das Ding ist auch weird. So weird shit. Nö. Auch nicht. Hier ist der Ausgang. Scheiße. Oh Mann, nein. Ich habe echt Sorosorientierungssinn. Sorry dafür. Ja, jetzt bin ich ja wieder hier. Warte mal, gehen wir mal komplett woanders hin. Gehen wir mal hier so längs.
Beziehungsweise Zorro hat wahrscheinlich im Vergleich zu mir noch... Auch schon mal, ein Nugget. Einfach mal ein Nugget. Jetzt bin ich schon wieder hier, scheiße. Schutz wirkt nicht mehr, ja, das ist ja ganz dandy. Ja, doch, Tabletten gegen Blödheit könnte ich gerade echt gut gebrauchen. Weil ich habe gerade null Ahnung, wo ich hin will, wo ich hin soll. Ich habe noch einmal, ne? So, mehr Schutz habe ich nicht. Ich habe kein Deo mehr. Ich glaube, das hier ist ein kompletter Ausgang, ne? Ja, scheiße. Ich bin verwirrt, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Scheiße. Ich weiß, dass ich da... Ihr habt nichts davon gesehen, ja? Habt ihr nicht, ne? Okay, danke. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein fucking Trottel. Muss aber erst den hier da wegschieben. Nicht wieder zurück, du. Jetzt muss ich einmal alles wieder zurückschieben. So. Und jetzt so. Yes. Strömung hat aufgehört. Oh mein Gott, es ist so schwer. Okay, wie gehen wir das jetzt an? Und nein, wir benutzen keinen Meisterball. Nein, we don't. Wir gucken jetzt mal, wir überlegen jetzt mal. Wie, also am besten paralysieren das Ding. Da wäre ja Rin am besten, ne? Rin müsste halt nur einen Angriff überleben. Brrr, arg fuck. Es ist arg fuck! Arg fuck! Mein Arctos sieht schon an sich richtig cool aus. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht. Rin ist schneller? Okay! Rin ist schneller als Arctos. Okay. Nee, wir machen hier diese Vorschultaktik nicht. Wir haben es aber paralysiert. Das ist schon mal etwas. It did nothing. Okay, this did nothing. Das Ding kann nur Schnabel. Alter. Versuchen wir mal Stärke. Das Ding kann eh nur... Ja gut. Ja, okay. Es ist ein Eisvogel. Es ist ein... Oh, scheiße. Das tut jetzt weh. Das übersteht er nicht. Das sei mir gedacht. Shit. Gobble? Am besten Megasauger? Das tut überhaupt nichts. Aber es ist paralysiert, also slow and steady. Eisstrahl, oh scheiße. Jetzt hat das Ding realisiert, es hat Eisstrahl. Und es hat keine Angst, es zu benutzen. Commander Shepard, vielen Dank für den Sub. Jetzt müssen wir nur mal langsam, ich muss mal langsam meine Viecher erstmal wiederbeleben. Ich hau mal kurz Subkant raus, nur um mal wieder zu beleben, ein paar Leute. Um genau zu sein, Rin. Aua. Sogar der nimmt Schaden dadurch. Um genau zu sein, warte mal. Jetzt hat das Ding realisiert, dass es Eisstrahl besitzt.
Und es hat keine Angst, es zu benutzen. Ja, Schnabel kannst du machen. Schnabel, aua, tut trotzdem weh. Ich komme halt nicht drauf klar, dass Rin schneller ist als Arktos. Und einmal noch, komm. Bitte nicht critten oder sowas. Oh! The Dream! Dead! Alter, das ist jetzt gerade auch riskant, was ich jetzt hier, ne? Deswegen, ich werde erstmal kurz Leute wiederbeleben. Bevor ich jetzt anfange Bälle zu schmeißen. Oh, perfekt. Das ist doch gerade... Come on! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Jetzt geht das wieder los! Oh, come on, no! Don't do this! Sekunde. Ich muss auch gucken, dass ich hier meine Viecher am Leben lasse. Ich habe nur noch zwei am Leben gerade. Aber komm, es hat doch nicht mehr... Komm, ich gönn mal, ne? Ja, Schnabel. Schnabel kannst du machen, ist mir egal. Come on! Du fuck! Queen! Du sollst dich fertig machen, du sollst das Scheißding treffen. Und am besten ohne, dass mein Team krepiert dabei. Oh, es ist gut, dass ich es paralysiert habe, ey. Oh, treff es doch! Das Ding steht genau vor dir, es ist ein riesiger Eisvogel. How can you miss? Oh, come on. Das ist lächerlich. Vor allem ist da doch niemand hier irgendwas gegen Eis, ne? Deswegen, ich muss andauernd wiederbeleben. Alter, es könnte auch mal die Dings mal ein bisschen häufiger procken, ne? Ja, es... Paralyse dürfte auch gerne mal mehr als einmal im Jahr procken. Das wäre cool. Sag mal! Paralyse darf jetzt auch gern mal mehr als einmal im Jahr procken. Paralyse darf jetzt auch gerne mehr als einmal im Jahr procken. Das ist doch ein schlechter Witz. Das ist ein schlechter Witz. So, ich glaube, es hat einfach keinen Eisbeam mehr. Es könnte nämlich langsamer der Fall sein. Ja, es spammt nur noch Schnabel. Das Problem ist, soweit es anfängt, hier Verzweifler einzusetzen. Na, dann ist Ende. Dann... Es hat noch Eisstreif. Fuck you. Es hat nur gerade kurz vergessen, dass es hat. Oh, jetzt wieder zurück zum... Das kostet alles Geld! Nani? Ich habe gerade so viel Freude daran, wie du hingezogen wirst. Ach, shut the fuck up! Und trotzdem vielen Dank. Alter, Arktos, du bist ein Arschloch! The Racer, danke fürs Followen. Jetzt muss ich klar, ich habe nur noch einen Beleber. Und Rin ist die Einzige, die schneller ist. Beziehungsweise es ist paralysiert. Jedes, alles ist schneller. Volltreffer. Ja, verarsch mich ein bisschen mehr. How about that? Alter, das ist gerade echt... Es ist paralysiert, aber gefühlt jeder Angriff geht durch. Wie kannst du immer noch
Eisstrahl haben. Treff! Es ist ein gigantischer Eisvogel. You fucking idiot! Treff! Nani? Es ist paralysiert, oh mein Gott. Die Legende, sie trifft ein. Treff das Scheißteil! Es ist paralysiert, es ist kurz vorm Tod und hat immer noch Eisstrahl. Ich krieg ihn abrechnen. Nö, sehe ich nicht. Ich hab mehr als genug Items und das ist jetzt was Persönliches, du Mistvieh. Du kommst mit mir, ob du willst oder nicht! Fuck you, legendäres Vogel-Pokémon, angeblich in Gletschern verirrter Wälder, fuck. Fuck you. Arg fuck. Fuck, das wäre auch eine Idee gewesen. Mein gesamtes Team ist tot. Fuck you, ich geh raus. Das ist mir scheißegal, ob ich den gesamten Weg nochmal machen muss. Zur Zinnoberinsel nochmal dödeln muss. Der Lavados kann ich noch nicht holen. So weit sind wir noch nicht. Ich kann auch noch nicht auf die Siegesstraße. This is not how this works. Oh, wir haben 2 von 3. Auf normale Art und Weise. Ohne Schummeln. Also ohne, ne? Ich war schon wieder ABCD und ich habe nicht drauf geachtet. Ja, diese Edition ist verflucht. Die habe ich einem Kind im Rollstuhl abgenommen, als ich klein war. Und das ist dann, ja, wir sind dann beide explodiert und das war dann so die Geschichte. Alter Verwalter. Warte mal, hatte ich nicht noch ein Nugget? Wow, 0 für ein Elixier und Top-Genesung brauche ich noch. Gut, ich habe noch ein Nugget. Steht, hier gibt's aber nur super Tränke. Macht auch gerade nichts. Nehmen wir erstmal die. Ich hätte es auch Fuck You nennen können. Ja, natürlich hätte ich das auch. Und das Schlimme ist, jetzt kommt auch noch Loverfuck. Ah, nee. Wie wollten wir ihn nennen? Egal. Irgendwas wird uns schon noch reinfallen. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist ein riesiger Vogel. Und auf einmal denkt sich mein Trainer, meine Güte, ich habe meine Handschuhe nicht dabei. Ich kann nicht richtig werfen. Meine Hand tut so weh. It hurts so much. Lover Dude. Ja, sofern er sich wie ein Dude verhält, dann ist es ja auch kein Problem. Aber so wie ich die Viecher kenne, wird es sich wie ein absolutes Arschloch verhalten. So funny, watch people suffer. Ja, das kann ich gut verstehen. Wisst ihr, wir machen jetzt mal Turbo. Man will ja auch mal vorankommen im Leben, ne? Und dafür hat man ja zum Glück die Fähigkeit, das Raumzeitkontinuum zu durchbrechen. Wenn ich jetzt natürlich noch auf der richtigen Seite wäre. Scheiße. Falsche Seite. Ich muss durch die Seeschauminseln. Nochmal. Es sei denn. Sekunde. Pff, doch nicht. Super Trank. Zap kann fliegen. Komm, wir gehen von Alabaster. Ich hab den Schnauzen voll hier heute. Na,
Könnt ihr mal sehen, das passiert, wenn man tatsächlich Profis die Arbeit überlässt und nicht Leuten wie Gorf. Dann passieren tatsächlich Sachen, die was wert sind. Jo. Mal gucken, wenn wir einfach nur geradeaus nach unten ballern, ne? Wie schnell wir denn... Wir sind einfach hier bei ein paar Pennern auf der Insel. Wunderbar. Wie schnell können wir da antanzen? Nicht schnell genug, weil der Typ uns auffällt. Great. Herr! So, okay, gut, wir haben aber... Dass wir überhaupt welche davon haben, ne? Dass wir hier überhaupt irgendwelche von den Legendären gefangen haben, so auf normale Art und Weise, schon mal etwas. Aber das, ne, also... Dieses, daneben geworfen... Also, ich habe ja schon eine Menge Bullshit in meinem Leben gehört, aber das schoss dem Ganzen echt den Vogel ab. Eieiei. Wie sich die Schwimmern endlich mal eine Hose... Die haben keine Hosen. Deren Hosen sind Fleisch. Die sind damit geboren worden. Oh. Und schon sind wir hier. Zinnoberinseln. Die Tür ist verschlossen. Doch die Tür war fest verschlossen. Na, was habt ihr denn hier Schönes? Hallo, Kai. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen... Ach, ich habe gar kein Geld mehr. Scheiße. Ja gut, dann nicht. Dann tschüss. Ja, gut. Ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir dann tatsächlich in die verlassene Schieß mich tot, auch immer. Und gucken mal, was uns da so erwartet. Und hoffentlich, ne... Mal gucken, ob wir ein Magma bekommen. Wäre ja eine coole Sache, ne? Mein Magma ist mal cool. Aber das und noch mehr beim nächsten Mal. So, Leute.